Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java Swing. Dieses Mal geht es weiter mit den Swing-Komponenten, die ich euch in den letzten beiden Videos schon näher gebracht habe. Und ja, diesmal wird es wieder ein bisschen komplizierter. Deswegen habe ich hier mal die Komponenten, die wir das letzte Mal und das vorletzte Mal gemacht haben, einfach ausgeblendet, damit sie nicht mehr die Oberfläche so völlig überladen. Gut. Also, was ich euch dieses Mal zeigen möchte, ist die sogenannte JList. Die JList ist relativ cool, weil die zeigt uns ja sozusagen Listen an, also eine Liste an, ähnlich wie die Combo Box, nur dass es kein Dropdown ist, sondern dass es tatsächlich einfach da steht. Also wir haben dann einfach eine Liste, aus der wir wählen können und müssen nicht erst draufklicken und können dann auswählen. Okay, also sagen wir mal hier JList ist gleich New JList. Achso, ich sollte da vorher vielleicht. Ja, genau. Hier haben wir natürlich eine JList aus Strings und die heißt von mir aus Liste oder einfach nur List. New JList. So. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen dem ganzen Ding wieder wie bei unserer Combo Box ein Array übergeben. Und dieses Mal habe ich mir was Cooles dabei aus oder überlegt. Man könnte doch einfach alle Schriftarten nehmen, die wir zur Verfügung haben. Also sage ich mal, Graphics Environment GE ist gleich Graphics Environment Punkt Get Local Graphics Environment. So. Und jetzt können wir hier sagen, wir nehmen ein Array aus allen verfügbaren Listen, also Graphics Environment, und dann sagen wir hier Get All Fonts, ganz oben. So, das ist jetzt allerdings die Liste an Fonts und das ist ein Problem. Das ist ja da dann tatsächlich nicht alles, was wir haben wollten, sondern wir können hier einfach sagen, okay, das ist das Array an Fonts, aber hier sind die Namen der Fonts. Das heißt, wir können hier einfach diese Namen benutzen. So, und warum ist das? Ach so, ich habe schon ein List. Okay, dann sage ich einfach mal, wie nennen wir es? List. Fontlist. So, und was wir jetzt machen können, ist ganz einfach. Wir sagen hier unten pane.add fontlist und schauen uns das Ganze mal an. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben tatsächlich so eine Fontlist. Das Problem ist bloß, wir kommen nicht ganz durch. Also wir haben hier, ja, wir können nicht scrollen, wir sehen nur das, was bei A steht. Und das ist ein Problem für uns, wir wollen natürlich scrollen können. So, was wir dann machen ist folgendes. Wir sagen nicht direkt, wir wollen diese JList drin haben in unserem Panel, sondern wir sagen hier erstmal, wir wollen folgendes. Wir wollen ein JScrollPane, wobei wir schon bei der nächsten Komponente wären, die ich euch vorstellen wollte. SP, ScrollPane. Sagen wir einfach New ScrollPane. So. Und dann erstellen wir die Liste hier und sagen sp.setViewport. Viewport. View. Und setzen das auf unsere Fontliste. Und dann fügen wir wiederum hier unten in unser Panel pane.add. Wie habe ich die denn genannt? SP, ne? So, und was wir jetzt haben, ist hier eine Liste, durch die wir durchscrollen können, durch alle Schriftarten, die wir haben. Gut, okay, es stimmt noch nicht ganz hier von der Breite. Das müsste man jetzt noch einstellen über den Viewport, weil wir hier, oder über das Flow Layout hier, dass man hier zum Beispiel ein Border Layout nimmt, dann ist hier standardmäßig immer ein Platz dran. Gut, so, jetzt kennt ihr schon die nächsten zwei Komponenten. Recht ähnlich aussehen, ja, wobei, was heißt recht ähnlich aussehen? Nein, vergesst, was ich gerade gesagt habe, das ist eigentlich gelogen. Was auch noch recht ähnlich ist, ist diese JText Area. Kann man einfach als TA abkürzen, gleich New JText Area. So, und was wir dann hier machen können, wir sagen einfach, okay, TA Punkt,
Da haben wir dann halt solche Methoden wie ta.set, linewrap zum Beispiel, kann man hier sagen, wie der Zeilenumbruch stattfindet. Sowas in der Art halt. Was wir hier aber als allererstes mal noch machen sollten, wäre vielleicht irgendeinen Text reinschreiben. So. Und was wir sehen, ist folgendes: Wir sehen nichts. Ja, das liegt daran, dass ich hier SP noch drin habe. Ich lasse SP mal draußen bewusst und tue hier mal diese Text-Area rein. Hier haben wir einfach sozusagen, ja, wie ein Label, nur wir können hier eben dieses Label bearbeiten. Und weil wir ein Flow-Layout haben, je weniger wir hier benutzt haben, wenn es wenig genug ist und es noch in die obere Zeile passt, dann wird es automatisch im Flow-Layout hochgeschoben. Also seid ihr vorsichtig, welches Layout ihr benutzt. In diesem Fall ist Flow-Layout ein bisschen blöd. Aber wir sehen, wir können hier das ganze Ding verändern. Okay. Ja. Ebenfalls ähnlich ist JTextPane. Außer der folgende Unterschied: Wir können in unserer TextPane, wo sind wir denn? Hier. JTextPane TP gleich new JTextPane. Und ja, der Witz beim JTextPane ist, wir können hier den Content Type setzen, indem wir einfach sagen, Text, halt ne, TP ist gleich, nicht TP ist gleich, sondern TP.set Content Type. Da. Und hier kann man dann zum Beispiel was sagen, wie zum Beispiel Text/HTML. Und was das macht, ist folgendes. Ah ja, und dann können wir es natürlich noch machen, dass wir es nicht mehr editen können. TP.set editable auf false. Das wollen wir ja bei einer HTML-Seite nicht unbedingt haben, dass die jeder editieren kann. TP.setBorder brauchen wir jetzt gerade nicht und so weiter. Was wir jetzt machen können, ist folgendes: Wir können da rein eine HTML-Datei laden, indem wir einfach sagen TP.setPage. Und dann kann man hier ja, eine URL eingeben. Zum Beispiel irgendwas von der Internetseite. Allerdings wird nur HTML richtig dargestellt, also CSS oder sowas ist da noch nicht eingerechnet. Deswegen lasse ich das jetzt auch mal. Aber hier wird dann da tatsächlich eine HTML-Seite dargestellt. Okay. Ja. Gut. Soweit sind wir durch mit den Komponenten, die ich euch zeigen wollte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Komponenten, aber das waren jetzt mal die grundlegendsten Komponenten, die ihr kennen solltet und mit denen ihr auch umgehen könnt. Also ich bitte euch hierbei jetzt wirklich, probiert rum und macht irgendwas, was ihr machen wollt tatsächlich damit, dass es auch mal Sinn hat, dass ihr das gelernt habt. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Abos und Likes und Kommentare sind sowieso immer gerne gesehen und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.